Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der analogen Unterhaltung. Hi. Ich bin der liebe Piet, neben mir ist der liebe Alex und wir haben heute wieder eine Preview am Start. Wir haben unseren Obstsalat unbeaufsichtigt gelassen. Und unsere Kartenspiele auch. Und man siehe da, es gibt Mindbug Battlefruit Kingdom. Haben wir hier als Preview-Exemplar bekommen, als Pre-Production, nee, nicht Pre-Production, als Prototyp. Das heißt, alles, was ihr hier seht, heute ist doch Prototyp. Die Illustrationen könnten aber wahrscheinlich so bleiben, denn der liebe Dennis Martinez, der die ganzen Mindbug-Sachen ja illustriert hat, der hat auch hier wieder gehalten. Und natürlich sind es dieselben lieben Leute, der Christian Kudal, der Marvin Hegen, Richard Garfield und Scuff Elias als Designer der Spiele. Oder als Designer des Spiels oder Spiele, weil es zwei Decks sind. Mhm. Auf GameFound startet nämlich heute, oder je nachdem, wann ihr das Video seht, ist mitunter schon gestartet, die neue Kampagne Nerdlab Games. Es gibt jetzt wieder zwei Standalone-Erweiterungen für diejenigen, die da das vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Es gab neben dem Grundspiel Mindbug auch schon zwei Standalone-Erweiterungen. Mhm. Hier Jenseits der Ewigkeit und Jenseits der Evolutionen. Und ja, Standalone-Erweiterung insofern, man kann normal damit alleine spielen. Mhm. Wir haben jetzt hier nämlich Battlefruit Kingdom. Es gibt noch Battlefruit Galaxy. Das gibt es aber noch nicht als Preview, Beta, Pre-Production-Trophäe. Wie auch immer. Ja. Deswegen werden wir gleich Battlefruit Kingdom spielen. Aber ja, man kann natürlich auch, wenn man jetzt das Grundspiel hat oder eine andere Standalone-Erweiterung, die Sachen auch zusammen mischen, ja, auf jeden Fall. Ganz crazy wilde Sachen machen. Und es gibt auch eine Team-Variante, 2 gegen 2. Da werden wir am Ende des Videos auch mal drei Karten euch zeigen. Da gibt es nämlich so ein, ja, so noch ein kleines Teamset, so wie wir das verstanden haben. Also nochmal extra Karten, die so ein bisschen teamspezifischer sind. Aber und wahrscheinlich die Spieler, die 4-Spieler-Regel oder mehr Spieler-Regel auch enthalten. Mhm. Ja, also die haben wir auch nur auf der Webseite gefunden. Da könnt ihr schon mal reinschauen. Da könnt ihr euch also auch einen Sneak Peek holen für die 4-Regel-Regel, wenn die noch nicht auf der Kampagnenseite sichtbar sein sollte. Wir werden jetzt also uns gleich mal ins Let's Play stürzen. Die grundlegenden Elemente hier bei Battlefruit Kingdom sind natürlich Mindbug-mäßig gleich geblieben. Also wir ziehen Karten als unser eigenes Deck. Wir nehmen 5 auf die Hand. Jeder von uns hat 3 Leben. Wir versuchen, den Gegenspieler auf 0 Leben runter zu prügeln. Und wir haben 2 Mindbugs, die namengebenden Karten. Und natürlich auch, keine Sorge, die ganzen Karten zeigen wir uns euch im Nachgang auch nochmal im Detail, haben wir jetzt auch wieder 2 Mindbugs zur Auswahl, um ja die Kontrolle von gegnerischen Karten zu übernehmen. Das ist ja der Kniff für dieses Spiel, denn jede Karte, die ausgespielt wird, hat der Gegner die Chance, selber in seine Kontrolle zu übernehmen, solange er noch einen Mindbug hat. Ja. Das heißt, da kommt auch dieses Mindgame. Die Mindbug-Games. Ansonsten, was ist neu in der Edition? Wir haben ein neues Keyword, und zwar das Fast-Keyword. Das heißt also, dass eine Einheit, die ins Spiel kommt, auch direkt angreifen kann. Mhm. Und wir haben eine Harvest-Mechanik, also eine Erntemechanik. Wie die funktioniert, hoffentlich werden wir euch. Ich hoffe, wir werden eine Erntekarte haben. Ansonsten, wie gesagt, wir zeigen euch im Nachgang alle Karten, die wir hier sehen. Das sind, glaube ich, 48 an der Zahl. Mehrere Karten gibt es natürlich auch manchmal wieder doppelt oder nur einzeln in dem Deck. Du hast es schon gesagt, Preview, Prototyp und hier auf Englisch, je nachdem, wie die Kampagne verläuft. Ich denke, Deutsch wird schon auch da sein, aber guckt da sicherheitshalber mal auf der Kampagnenseite. Weil deutscher Verlag, hoffen wir natürlich. Genau, also alles, aber der Rest ist ja auch in Deutsch. Und nicht in so einer Schachtel, also in so einer kleinen Schachtel, sondern auch wieder mit Magnetic Box. Wird hier wahrscheinlich eher in so eine Größenordnung kommen. Ja, wir schalten mal hier auf unsere Übersicht. Wir sitzen jetzt hier nebeneinander. Im besten Falle würde man natürlich gegenüber sitzen. Mhm. Wir haben jetzt hier die seltene Kameraeinstellung, damit ihr das nur mal sieht. Da werden wir nicht so viel zeigen. Auch ganz wichtig, dass diese Linien nicht gerade sind. Ja, also da, was hier eine Perspektive gibt. Und so. Mich macht das schon verrückt. Ja, ich verstehe. Ja, wir haben also hier die Lebensanzeige aus einem anderen Set genommen. Na, das könnt ihr entweder mit Karten machen, mit Würfeln oder ihr habt halt solche Counter. Also jeder startet halt mit 3 Leben. Weil diese Kartenanzahl wird nicht genommen. Die kann man natürlich auch als Counter für Leben nehmen oder ähnliches. Dann hat jeder von uns schon 2 Mindbugs, wie ihr eben gesagt. Ich hier eher so die bräunlich-roten. P
Mitglied hat hier die grüne Pflanzen. Nice. Da wird der Kohl gegossen bei dir. Ja, und die Drachenfrucht habe ich hier unten. Na, ja. Und ja, dann haben wir jetzt eben schon jedem Spielenden 10 Karten als sein Deck gegeben. Davon ziehen wir jetzt wieder 5 auf die Hand. 1, 2, 3, 4, die Hälfte 4, des Decks. Ja, das denkt man, das könnte einfach sein, aber manchmal ist das gar nicht so einfach. Ja, und dann beginnt auch schon gefühlt so ein bisschen die Misere. Ja, vor allen Dingen, wer fängt an? Ja, wer fängt an? Du hast das erste, die ersten Spiele verloren. Ich fange an. Und hast du deswegen verloren? Vielleicht. Nee, ich glaube nicht. Meine Devise ist ja immer so ein bisschen nicht so lange grübeln, aber es ist natürlich schon auch ein harter Bestandteil dieses Spiels. Ja. Gerade wenn man jetzt die Karten auch nicht so in- und auswendig kennt, aber ist schon schön, ne? Es ist wirklich so ein Thema. Ich fange mal an und guck mal hier. Also ich spiele jetzt mal den Karottenkleriker. Cleric. Der ist fast. Also das Keyword gleich das neue. Zeigen wir mal. Werde ich wahrscheinlich gleich hart auf die Mütze kriegen. Das könnte eine ganz schnelle Runde werden. Ja, also fast, schnell wahrscheinlich oder so dann im Deutschen. Ne? Ja, das heißt, würde gleich angreifen können. Ne? Sonst ist ja immer eine Karte spielen oder angreifen. Und er ist tough. Im Deutschen war das ja auch robust. Ne? Er kann also, übersteht einen Angriff. Ja, der Wert ist 8, also ein Stärkewert von 8. Pete, möchtest du einen Mindpass einsetzen? Ja, weil ich lerne, also jetzt macht man das, was man halt nicht macht. Man spielt nicht als erste Kreatur eine Fast-Kreatur. Das habt ihr jetzt auch gerade mal gelernt quasi. Genau, wir machen hier Bildungsfernsehen. Ja, Pete, dann kommt jetzt zu dir rüber. Genau, und jetzt triggern die Sachen, die auf der Karte sind, natürlich für mich. Nicht vergessen, auf 5 nachziehen. Ja, das heißt also, der Fast und also der Tough-Effekt ist auch schon aktiv, aber Fast triggert auch. Mhm. Das heißt, der greift dich gleich an. Ich habe ja jetzt hier nichts in meiner Lane, deswegen gehe ich hier gleich runter auf 2. Es wird vielleicht geht ich, vielleicht fühle ich ein Best of 3. Jetzt bin ich wieder dran. Und es gibt ja auch noch eine andere Regel, denn am Anfang der Runde würde man so ein Erntetoken entfernen, falls sie im Spiel sind. Mhm. Den würde man nachdem Mindbug benutzt wurde, nicht entfernen. Das heißt, die Runde bleibt die gleiche. Du hast einfach nur eine weitere. Mhm. Tja, wenn ich jetzt noch eine Fast-Kreatur nehme, dann machst du das wieder? Wahrscheinlich, weil dann hast du schon mal zwei Leben verloren. Und dann muss ich nur eine ausspielen, die dir einen Lebenspunkt klaut. Eigentlich schon, wa? Ja. Ich halte es mal so. Ich zeige euch einfach mal alle neuen Sachen und überlebe wahrscheinlich deswegen nicht. Wir haben hier diese Fearberry, also die Furchtbeere. Also seht ihr diese Erdbeeren-Konstellation. Wenn ich die als Kind sehen würde, würde ich mich schon Die ist schon gruselig auf jeden Fall. Okay. Ja, und da seht ihr jetzt auch, dass die eine Erntefähigkeit hat. Das würde passieren, also wenn die Karte erntet, nachdem 2 Counter runtergenommen werden, da kommen nämlich gleich 2 Counter auf, wenn man die spielt, dann würden gegnerische Kreaturen nicht blocken können in diesem Zug, wo sozusagen den Ernten triggert. Und normalerweise triggern denn diese Harvest-Fähigkeiten nicht mehr, weil halt keine Counter drauflegen. Richtig. Aber die Karte sagt, dass man wieder 2 neue Ernte-Token rauflegt und deswegen triggert die dann quasi alle 2 Runden diese Karte. Möchtest du diese Furchtbeere? Nee, ich habe Angst vor der Beere, will ich nicht. Okay, das heißt, die liegt jetzt hier in meinem Bereich und bekommt halt 2 Ernte-Token, 2 Harvest-Token drauf. Ja, da kann man natürlich alles mögliche auch nehmen. Wir haben schon gesagt, wer Keyforge spielt, der kann da auch vielleicht ein paar Ember rauflegen. Und ja, das war dann jetzt mein Zug, nachdem einmal gemeinbackt wurde. Gucken wir mal, was Pete so raushaut. Gar nicht, ich greife einfach mit dem hier mal an. Okay, du greifst mit dem hier an. Ja, ich kann ja, also jetzt fühlt sich ja schon wieder richtig schlecht an. Ich habe hier nur Kacke. Okay. Also ich blocke. Dann kriegt der nicht mal. Was ist der? Ist tough, oder? Ja, aber der ist ja 8. Aber der ist. Das ist ja, juckt den ja die Bohne. Gar nicht. Der hat ja auch so einen Hammer für so eine Erdbeere hierbei. Ja, wird richtig. Das hat der Kleriker, der hat halt so ein. Ja, okay, dann ist die halt weg, die Karte. Okay. Dann war man erstmal eine Runde vorbei.
Dann ist Piet seine Runde vorbei und es ist schon meine Runde. Es steht 2-3. Ja. Ich habe selber eingebrochen. Aber ich habe meinen Bug verloren. Also, ja, du hast, ja, klar. Das ist natürlich auch Ziel des Spiels, so Sachen rauszukitzeln aus einem, aber einen besseren Tauschhandel dafür. Ja. Guck mal hier, der primäre Pilz oder was? Prime ja. Fungus. Ja, das ist eine 6er-Karte, die hat einen dauerhaften Effekt. Solange man keine Kreatur mit einer höheren Stärke kontrolliert, ne, hat diese Karte die Keywords Frenzy, Hunter und Poisonous. Das heißt also, die würde zweimal angreifen. Das war ja das Keyword Raserei. Dann Jäger, ne? Wenn sie angreift, darf sie eine Karte selber bestimmen, die blocken muss. Mhm. Und giftig, egal wie viel Power die andere Karte hat, die wird trotzdem zugrunde gehen. Möchtest du sie übernehmen, dann haben die allerdings alle nicht diese Effekte, ja, ne? Weil deine Karte ja eine Höhe ist. Ja. Das war doch im Endeffekt war das doch dein Plan, dass du diese Karte spielen kannst, ohne dass ich sie nutzen kann. Vielleicht, aber hast du 5 Karten, Piet? Ja. Wunderbar, ich auch, nachgezogen. Greifst du wieder an? Nee, ich spiele hier den Red Radish, das Radieschen, was 2 ist und Sneaky. Und wenn es zum Spiel kommt, darf es eine Kreatur defeaten, die Hunter ist. Oh, was? Und da drüben ist ja ein Hunter, habe ich gehört. Willst du die haben oder soll ich die spielen? Dann ist meiner weg. Nee, der ist ja tough. Deiner ist aber auch gar nicht tough. Ja, aber defeated wäre egal, glaube ich, oder? Also zäh oder wie heißt das so schön? Robust, wenn diese Karte besiegt würde und noch nicht erschöpft ist, wird sie erschöpft. Aber, verstehe. Willst du die haben oder ist der tot? Ja, ich nehme die mal. Ich nehme mal das Radish. Das war auf jeden Fall eine gute Karte, weil mir bringt dieser Effekt ja gerade nichts, weil Piet hat keine Jägerkarte. Aber ich habe immer ein Sneaky Radieschen. Sneaky kann ja nur geblockt werden von Karten, die auch sneaky sind. Ja. Und das würde er garantiert nehmen. Das auch. Sneaky, was sneaky ist. Dann greift er einfach mal an. Der greift an. Na, immerhin blocke ich jetzt hier mit meinem Poison, weil er dann wenigstens einmal einen Schaden kriegt. Mhm. Ja. Blocke ich damit. Ich drehe die mal so, damit die wenigstens lesbar bleiben. Mhm. Dann bist du dran. Dann bin ich jetzt dran, ne? Willst du mir den Funk klauen? Noch geht's. Was will ich dir klauen? Du kannst mich angreifen. Ja, ich kann nicht angreifen mit Sneaky. Ja. Du wolltest schon gesagt haben. Da bin ich manchmal auch hin und her gerissen. Ist dieses eine Leben oder ist man dann am Eimer? Ist man dann im Arsch? Spiele ich dieses Ding. Ich probiere mal. Ich spiele mal diese Kirschen. Die Kirschenkäfer, die Cherry Bugs. Ist eine einer Karte, hat aber einen Wenn-besiegt-Effekt. Und zwar, wenn diese Karte besiegt wird, this was defeated in combat, also wenn die jetzt durch Kampf besiegt wurde, dann werden diese komischen Kirschenkäfer hier nämlich die Kreatur übernehmen, die diese Karte hier besiegt hat. Dann nehmen wir mal an, hier die Karotte, ne, greift an und ich sage, ich block damit. Dann werden die Kirschen defeated und ich nehme den Carrot-Character. Carrot-Character hier rüber. Ja, das habe ich jetzt mal gemacht. Piet, ich ziehe nach. Ja, ich habe noch einen Mindbug damit. Ich mag Kirschen. Ah, du nimmst dir das, okay. Ja, stimmt. Hätte ich dir auch noch mal kurz die Frage stellen müssen, ob du das nimmst. Okay, damit hat jetzt Piet kein Mindbug. Jetzt kannst du richtig vom Leder ziehen. Mhm. Was hast du schon in Discard? Ich habe ja schon eine Discard-Reihe. Oh ja, nicht. Ich habe eine Karte gespielt, die hast du übernommen. Ja. Also. Mhm.
Dann. Die Kirsche, die nervt aber auch wirklich nicht mehr. Du hast sie doch ins Spiel gebracht. Ich weiß, dass die Kirsche nervt. Aber ich finde den süß. Also der ist total niedlich. Ist halt so ein Kirschkernspucker, weißt du? Ich spiele mal hier diesen Pepperoni Wing. Ja. Pepper Wing. Der ist auch robust, tough. Hier seht ihr, hat eine Angriffsfähigkeit. The opponent may discard a card. Also wenn der angreift, muss der Gegner eine Karte abwerfen oder kann entscheiden, sich eine Karte abzuwerfen. Wenn er keine Karte abwirft, dann muss eine Kreatur, die der oder diejenige kontrolliert, einmal besiegt werden. Ja. Okay. Dann greife ich nochmal mit dem hier an. Du greifst nochmal mit dem an. Jetzt habe ich gerade vergessen, mit meinem Radieschen anzugreifen. Aber, ja, ich habe gesagt, aber ich habe eine Karte erst gespielt mit meinen Kirschen. Ach so. Aber, ja, aber du hast jetzt einfach hier den Pelin. Das heißt. Oh. Also eigentlich wollte er mit dem Radieschen angreifen. Auch das klingt sehr komisch. Vielleicht mal nachdenken. Ja. Dieses Teil, das nervt ja ungefähr. Alles, was ich keine habe, Ahnung, von ich hier. Blocke damit. Also, dass ich keinen Schaden kriege. Dann bin ich dran. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Dann bin ich dran, ja. Passiert manchmal. Ich mache dir einen Schaden mit meinem Radieschen. Ach, guck an. Das Radieschen kommt hier um die Ecke. Ja, schön auf zwei gespinnt. Habe ich denn eigentlich schon verloren? Warum? Weiß ich nicht. Ist alles... Ich spiele hier den Fenchel-Trickster. Ja? Oh, der Sneaky. Der ist Sneaky. Und wenn ich zwei oder weniger Karten auf der Hand habe, dann hat er plus 6 Stärke. Ja, den übernehme ich. Den übernehme ich. Ich habe hier die Sneaky Armada. Sehe ich erstmal eine Karte. Jetzt hast du keinen Mindbug mehr. Jetzt habe ich keinen Mindbug mehr. Jetzt kannst du alles runterspielen, was jetzt geht. Jetzt kann ich alles runterspielen, was geht. Aber das sagt man so einfach. Ja, ich habe hier so einen Pineapple Paladin. Der ist fast und wenn er angreift, kriege ich ein Leben. Der greift jetzt an, dann kriege ich schon mal ein Leben, gehe ich auf drauf. Ja, genau. Also Attack-Fähigkeiten, die triggern, bevor ich jetzt irgendwelche Defender, also Blocker deklariere. Aber ich. Oder du hast irgendwas. Nee, der Hai greift ja jetzt an. Also ja, ja. Jetzt, du hast ja auch zwei Sneaky. Einen kannst du eigentlich auch fangen. Ja, muss ich anscheinend. Hat der jetzt irgendwer da Hunter wenigstens? Nee, hat er auch nicht. Wieso Hunter wenigstens? Nee, weil ach so. Ich wollte nur gucken hier. Ja, aber das ist ja ein Play-Effekt. Ich wollte nur gucken. Ja, verstehe. Ja, also ich habe den geblockt, aber du bist immerhin wieder auf 3 Leben hoch. Ja, das war ja Sinn der Sache. Und gucken, ob man 5 Karten hat. Nein, habe ich nicht. Zieh mal eine. Ach, der heilt sich jetzt dann auch immer hoch, oder was? Ja, ich spiele hier auch mal nochmal diese Kleriker-Karotte. Die Kleriker-Karotte, wer kennt sie nicht? Ja, ich habe jetzt hier nichts mehr zum Nachziehen. Ist alles fein, so okay. Geht's halt. Man muss aber was machen, ne? Wenn man nachher nicht mehr irgendeine Aktion machen kann. Das heißt, die Achter kloppen sich jetzt oder was? Würden wir so, ja. Ich spiele mal. Ach, warte mal, der ist auch fast. Vergessen. Entschuldigung, fast, der greift an. Na, das ist doch noch viel besser. Ah, jetzt die Kirsche. Jetzt blockt mal die Kirsche. Mann. Weil die Kirsche sagt, ja. Ja, die ist großartig, die Kirsche. Ja, if this was defeated in combat, take control of the creature that defeated these. Ja, dann nehme ich mal. Aber die hat jetzt nicht. Nee, Fast triggert jetzt nicht nochmal. Ich habe eine Karte im Abwehr gestapelt. Ja, super. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich mich besiege die ganze Zeit, schon seit Karte 1. Seit Karte 1, besiege ich mich selber. Das ist ein Spiel, das kann man gut als... Braucht man nur jemand, der Karten hält quasi. Also ich will jetzt deinen Skill nicht schmälern. Ja. Okay, Pete, du hast da extrem viele Sachen, mit denen du tolle Dinge machen kannst.
Und alleine nur mit dem Pineapple King, wenn du mit dem angreifst. Ja, mit dem greife ich auch an, weil dann kriege ich ein Leben. Greifst mit ihm an, hier, mit ihm hier. Es gibt kein Leben-Maximum. Also, wenn ich jetzt mit meiner Sneaky-Character-Kacke blocke. Ist ja keine Kacke. Aber. Damn it. Ach, ich brauche irgendwas. Kann ich irgendwie Board clear machen? Das? Ja, gibt es, wenn du die Melone. Nee, wenn du die Mango hast. Die Mango hat ein Board clear. Ich. Aber auch erst verzögert. Ich lass. Oh, ein Leben ist doch. Ich lass das mal durch. Also, ich gehe hier auf 1 runter. Dann bist du dran. Dann bin ich dran, ne? Ich spiele den hier, das ist eine sehr coole Karte, die Drachenfrucht, Dragonfruit. Ja? Da musste namentlich nicht viel geändert werden, aber sie ist schnell und sie hat einen Defeat. Wenn die hier nämlich besiegt wird, dann besiegt sie die Kreaturen vom Gegner mit der kleinsten Stärke. Aktuell wären das alle, weil alle 8 sind. Und sie ist fast und greift an. Nicht schlecht. Pete, mit wem willst du blocken? Oder blockst du nicht? Ich block, ja. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, dann bist du Pete. Das ist so ein... Jetzt muss Pete was Kleineres als 8 spielen, um blocken zu können. Ich bin mal viel geiler. Wir gucken mal, was du noch so alles hast. Ich muss was Kleineres als 8 spielen. Naja, weiß ich nicht. Nur wenn du den halt mal weghaben willst. Ja, wenn ich das spiele, dann... Achso, ich kann ja alles spielen. Ich war schon bei 4 Leben, ey. Das ist echt. Guck mal, ich spiele jetzt hier Captain. Ah, die Gurke. Kukodel. Der ist 8, Frenzy und hat Harvest 1. Und Harvest 1 sagt, wenn der Harvest durch ist, kriege ich 2 Leben. What? Du hast hier das totale Life-Gain, das Leben besorgen. Ja. Ja, Frenzy, also was hatten wir? Das Raserei, ne? Also wenn der angreift, kann der 2-mal angreifen. Richtig. Ja, wir haben ja auch in unserer jetzigen Partie noch nie einen Erntetoken entfernt, weil ich hab die ja immer gleich. Ja, ich dachte, ich zeig das mal noch. Ja, auf jeden Fall. Ich zieh mal auf 8, 5 nach. 8. Das heißt, ich greife eigentlich das auch wieder wie Sneaky, aber du kriegst ja dann wieder 2 Leben. Ich habe aber auch keinen. Loses one life. Ja, aber ich muss ja so ein bisschen Druck aufbauen hier. Weil wir have 2 of you, dann ist der, wird der auch plus 6, dann wird es eine, dann ist es eine 8 da auf einmal. Aha. Ja, wie sneaky ist, also. Wenn ich jetzt noch eine Karte spiele. Ich. Ich möchte den Deutschen. Ich spiele hier die Coconut Crab. Nein. Die hat auch den Doppelangriff. Und wenn die angreift, dann verlierst du für den Angriff ein Leben. Also theoretisch 2 Leben. Schlimm. Bin ich dran, meinst du? Ja. Dann geht der Token hier runter. Ja, und jetzt wird geerntet. Jetzt wird geerntet und die Ernte sagt, ich krieg 2 Leben. Mhm. Hier 5. Und da kommen jetzt keine Token normal rauf, ne? Weil die Karte sagt das auch nicht, ne? Ja. 5 gegen 1, ey. Und das ist halt passiv, ne? Das ist keine Aktion. Das passiert immer mit allen Karten, die halt Tokens drauf haben, also eigene ja. Karten. Dann. Das ist jetzt hier eine 8er übrigens. Ja. Ne? Guck mal. Ich spiele den. Ja, die Kirsche. Die Kirsche. Die Cherry Bugs. Ja, wir kennen sie. Ich hier, das sind 2 reicht, damit man das besser sieht. Schade, jetzt ist der natürlich nicht mehr so am. Am Stittel. Im Moment nicht, ne. Achso, ich muss ja wieder auf 5 aufziehen. Und. Eieiei. Wenn ich jetzt mit meiner Crab deine Kirche angreife, dann bei deinem ersten Attack stirbt die ja schon, übernimmst du sie gleich und ich kann gar nicht meine zweite Attack. So war der Plan. So denken wir, dass das ist. Falls da FAQ-mäßig oder so Sachen, ne, kann vielleicht immer noch die ein oder andere Sache da entstehen. Aber immer, du würdest ein Leben halt verlieren, weil ich ja einmal angreife. Und ich hatte keine 1 mehr, die mich vor dem Drachen schützt.
Und du greifst mit den Drachen an, ist die Kirche weg. Dann ist die Kirche, ja, ich mach das, ich greife mit dem Drachen an. Aber dann ist das ist übrigens kein Combat-Schaden dann, ne? Wenn die Kirche weg ist, sie übernimmt dann nichts. Steht in, also, weil sie hat keinen direkten, sie übernimmt nicht den Drachen. Weil das ja ein Defeat-Effekt ist. Defeated in Combat. Ja, aber das ist. Ja, ja. Aber ist ja Combat. Nee, du übernimmst nicht Controlled den Drachen. Controlled Creature defeated this. Ja. Die wurde von dem. Nee, defeated. Das ist, das würde ich schon sagen, dass das nämlich nicht, das ist nur bei Angriff. Ja, komm, ich will jetzt nicht diskutieren, ich gehe auf 4. Ja. Verdammt. Du hättest doch einfach blocken müssen. Aber ich glaube, so kriegt man sie weg, weil sonst ist sie auch übertrieben stark. Aber 4, Pete. Ja. Was machst du denn Schönes? Ich muss mich ja irgendwie schützen. Schützen, sagt der 4 Lebenspunkte hat. Du kannst doch das Ding mal jetzt aber geschmeidig nach Hause fahren. So viele. Wieso, wenn ich angreife, dann sind meine 8 alle weg. Also Moment. Nee, gar nicht, sind nur deine Kirche weg. Stimmt. Dann greifst du mal der Paladin an, dann kriegen ein Leben dazu. Ja, wer hätte das gedacht? Naja, ja, aber ich mach das, damit die Kirche weg ist. Aber ich hätte die mit Fancy nehmen sollen vielleicht. Machen wir wieder Platz. So. Aber so richtig. So richtig. Ich hätte, cool wäre irgendwie sowas. Cool wäre? Cool wäre irgendwie so ein Buff gewesen auf ihn hier. Mhm. Dass er jetzt deine ganze 8. Armee da. Ja, ich greife an und mach dir mit Sneaky hier ein Leben weg. Ach ja, der Drache ist ja. Ich muss ja keine Angst mehr haben. Nee. Nee, das war sozusagen. Dann ist das jetzt die Thematik. Ich glaube, du wirst mir jetzt irgendwie einen. Der greift einfach an. Der greift an. Ich lebe. Ja, ich muss ja jetzt sozusagen. Ja, dann blockt der und beide sind. Der ist ja quasi auch eine 8er. Ach, hab ich vergessen. Ja, aber so viele Sachen, die du da hast. Ja. Und jetzt habe ich ja auch nichts mehr, was sneaky ist. Tja, dann spiele ich die hier. Das ist hier so ein Schamane. Mhm. Okra-Schaman, die Okra-Schote. Das muss man sagen, ja. Die ist auch wieder Frenzy, also Raserei. Und tough, also robust. Mhm. Ein Play-Effekt, you may lose one life, mache ich natürlich nicht, aber ich könnte mich entscheiden, ich könnte mich entscheiden, ein Leben zu verlieren und dann dürfte ich eine Karte aus irgendeinem Ablagestapel spielen, ne, von meinem Gegner. Okay, oder auch in diesem Teamformat. Wann stirbst du, sobald du sofort auf null? Ja, aber ich hätte, ich hätte quasi, an irgendeinem Punkt habe ich doch überlegt, nehme ich den Schaden oder nicht. Also, rückblickend jetzt zu diesem Moment betrachtet, wäre es für mich besser gewesen, ich hätte 2 statt 1, aber ja. Das ist natürlich nur so halb. Ich würde mal sagen, das Krokodil greift mal an. Das Krokodil greift an. Frenzy das hat. Greift auch 2-mal an, wa? Ja, dann block ich mit dem Schaman. Einmal. Und dann block ich quasi nochmal mit dem Schaman. Dann ist der weg. Und dann wird es letztendlich jetzt auch schon so ein bisschen kriminell, weil die sind beide tough. Ja, der nicht mehr. Der obere nicht mehr. Ja, aber er tradet natürlich trotzdem. Ich glaube, leider die Karte, die ich hier auf der Hand halte, die ist vergebens benutzt. Die bringt, glaube ich, nicht so viel. Und du hast ja auch noch mehr Karten auf der Hand. Das stimmt. Tja, ich, also, ist egal, ob ich dich spiele. Ich würde angreifen. Ich greife dich an, das erste Mal. Du verlierst ein Leben. Ja. Dann wirst du wahrscheinlich dann blocken. Dann block ich mit dem. Ja. Und dann ist die Sache, ist dann der, greife ich an und dann muss schon mal. Ist der auch hinüber? Wunsch!
Hast dich selber besiegt. Ach, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen. Battlefruit Kingdom. Galaxy ist das andere Standalone-Set. Und wir wollen euch jetzt aber nochmal neben den Karten. Genau, bevor wir das Best of Three offline machen. Genau, seppen wir mal noch durch die Karten. Und zwar haben wir hier, die hatte ich auch noch. Erstmal kommen meine Handkarten. Machen wir hier mal schön in der Mitte. Der Tomageddon. Die wilde Tomate. Wenn er besiegt ist, darf man eine Handkarte von dem Gegner klauen und hier unten die Punkte geben und bestimmt an, wie oft er ja, auch. Ja, genau, der ist zweimal in diesem Set drin. Captain Kugel, hatten wir schon, den hatte ich nochmal auf der Hand. Mhm. Dann haben wir hier den Padre. Ja, den hätte ich gerne gehabt, um diese andere, um meinen Doppelbomber da höher. Ja, den hatte ich auch auf der Hand. Mhm. Der macht also plus zwei. Genau, wir hatten die Banane, die Jäger ist und zwei Runden lang warten kann, dann kann sie irgendjemanden schon mal essen. Der Bananenoktopus, oder? Der Bananenpus, genau. Bananapus. Die Oyster, die ich noch hatte, ich überlegt hatte, als erstes zu spielen, als kleinere Kreatur. Fünf und Gift. Aber wenn man den Harvest dieses Ernte durchlaufen lässt, dann kann man eine Kreatur mit sechs oder mehr übernehmen. Take control. Der süßeste Drache der Welt, ein Ice Cube Dragon, der so langsam allerdings schmilzt, weil hier steht ja Harvest Defeats, also wird diese... Für euch nochmal hier so als Beispiel, ne? Der kommt mit drei Token rein, Pete ist dran, Token kommt weg, ich bin dran, Pete ist wieder dran, Token kommt weg, dann ist Pete nochmal wieder dran, zack, und jetzt würde er von der Sonne dahin geschmolzen. Dann haben wir hier die Pesky Peas, die gemeinen Erbsen, sneaky, und wenn es nicht mein Zug ist, dann haben die plus drei Stärke, dann ist hier also fünf. Der Duradillo, diese Stinkefrucht als Skorpion oder als Mischung zwischen Skorpion und Stinkfrucht. Ja. Mhm. Fast Hunter, also schnell, Jäger, Gift und robust. Ja. Und sobald er allerdings besiegt ist, verliert man ein Leben. Ist auch relativ gut. Hier haben wir den Tomatenmann nochmal, meinen neuen Liebling. Lord Watermelon, ja, mit seinen Melonenstücken, Raserei. Und wenn man ihn spielt, darf man eine weitere Karte von der Hand spielen. Das bedeutet allerdings, nur Karten, die man als Aktion spielt, können über einen Mindbug übernommen werden. Eigentlich kann man sagen, die erste Karte, die man wahrscheinlich spielt. Die erste Karte, die man von der Hand spielt, genau. Die kann übernommen werden. Das heißt, man würde eher in Mindbug also übernehmen, damit man halt dann noch eine Karte spielen kann. Mhm. Den Keywing Juicer wird der vergiftet, Stärke 5, aber wenn man den spielt, kann man eine Karte mit Stärke 7 oder mehr aus dem Ablagestapel wieder rausholen. Die Drachenfrucht, sehr süß gezeichnet auf jeden Fall. Die ist schnell, das heißt also, sie kann gleich angreifen, wenn sie rankommt. Wir hatten sie ja, du hattest sie. Die Orange Old Mancer, das heißt also ein Schamane, da gibt es auch nur einmal, und der sagt, solange man zwei weitere Kreaturen hat, haben genau diese beiden Kreaturen Hinterhalt, nee, ich will mal Hinterhalt sagen, aber stimmt ja gar nicht, sondern raffiniert und vergiften. Ah ja, Sneaky, genau, Sneaky ist raffiniert im Deutschen. Genau. Hier haben wir nochmal das ist wieder unser Armadillo-Ding. Der Bananapus. Den Pineapple Paladin, den wir haben. Ja, ein paar Sachen sind hier doppelt drin. Den Injuicer hatten wir schon. Den Padre, den gibt es ja nochmal. Den Fungus, den hat das glaube ich am Anfang gespielt. Ja. genau in derselben Reihenfolge. Achso, vielleicht haben wir die zusammengestellt. Nein, hier kommt die Mango Grenades. Stärke 4. Und wenn die Ernte durchläuft, dann werden alle Leute besiegt. Hätte ich eine Mango-Handgranate gehabt. Ja, dann hätte ich bestimmt einen Jäger gespielt, damit es nicht mehr passiert. Wahrscheinlich. Dann gibt es hier den KM Cole, der Buddha-Kohl. der Buddha-Kohl. Der vergiftet, und solange der im Spiel ist, können andere Einheiten nicht besiegt werden. Und wenn hier die Ernte durchläuft, dann besiegt er den. Und das fand ich ganz witzig. Ich glaube, der Ansatz ist nämlich wie beim Drachen, der wegschmilzt von der Sonne, dass hier diese kleine Schnecke den Salat einfach aufisst.
Und deswegen ist er weg. Nach zwei sozusagen. Oh, du bist aber ganz schön hungrig. Ja, ja, ich vermute, dass sie hungrig sind. Und hier einer auch, ein sehr cooles, genau, der Avocado-Gunner, der seine Bowlingkugel verloren hat. Hier hinten sieht man, wie es richtig festgehalten wird. Da hat sich der Ding... Zack, den Gürtel mal kurz. Ist genau. Der Gürtel geplatzt. Ist der Gürtel geplatzt, yeah, genau. Yeah. Raserei und zäh, nee, robust, kann angreifen. Wenn er beim Angreifen kann er eine gegnerische Kreatur mit 5 oder weniger einfach zerstören. Und das passiert ja dann wieder, bevor irgendwie ein Blocker oder sowas die klappt. Alex' Lieblingskarte, ein Ranger, ja, der Himbeeren-Ranger. Hat Jäger und Zäh, kann also die Mango-Grenade wunderbar ausschalten. Denn der Artemist, den man natürlich gerne spielen möchte und behalten möchte, denn wenn hier die 5 Züge vorbei sind, was eine unheimlich lange Zeit ist, dann gewinnt man das Spiel. Ja, das ist ein kleiner Timer, der im Hintergrund vielleicht nochmal... Ja, kann man auch, wenn der Gegner den spielt, dann spielt man einfach die Mango-Grenade und hat sich so auch erledigt. Denn der Spore-Weaver... hier mit Stärke 3, Ernte 2, vergiften. Ne? Das heißt also, wenn der blockt, dann besiegt er den auf jeden Fall. Und wenn hier die Ernte durch ist, darf man 2 Karten von irgendeinem Ablagestapel ziehen. Wahrscheinlich auch, wir nehmen auch an, im Multiplayer von allen. Die Mango Grenade gibt es 2-mal. Die Spinaccia vergiftet und wenn die gespielt wird, dann kann man eine andere alliierte Kreatur wieder auf die Hand nehmen und wenn man das tut, kann man sie wieder ausspielen. Im besten Fall triggert man nochmal einen Plate-Effekt. Und die Brokkoli-Baden, auch ganz süß, gibt's auch mal hier mit dem Drummer, BB drauf, ja. Play a card with power 5 or less, das heißt also, man darf noch eine Karte spielen, die 5 oder weniger kostet von deinem Ablagestapel. Und oh, schade, die Pamelozilla, vor denen alle Jäger Angst haben, wenn sie durch den Wald, durch den Wald läuft, ja, sagt einfach, dass feindliche Kreaturen mit Jäger nicht angreifen dürfen. Die stehen einfach nur rum. Und last but not least, der Litschi-König, Stärke 8, Harvest, also Ernte 2. Und wenn die durchlaufen, verliert der Gegner schon mal ein Leben. Das ist auch ein Timer. Und wenn er angreift, kann er 2-mal. Dann haben wir ja schon nochmal über das Multiplayer-Format gesprochen und da sehen wir hier auch nochmal 2 Prototyp-Preview-Cards, um das mal ein bisschen einschätzen zu können. Das ist 3. 3, du hast nicht ganz unrecht. 3, um das mal einschätzen zu können. Das Multiplayer-Format ist halt ein Team-Format. Man spielt zu 4, 2 gegen 2. Es ist immer abwechselnd. Ich sag mal, Team A, dann sitzt jemand von Team B, dann Team A und Team B. Die Teammitglieder sitzen sich gegenüber. Ja, sodass man quasi rechts und links einen Gegenspielenden hat. Und ja, da gibt es dann hier jetzt einfach so Effekte, ne, die dann diese Sachen betreffen. Also der hier Jägerfähigkeit, diese Popcorn-Monster. This can only hunt creatures from the player on your left. Ne, da kann man also nur sagen, ich sage, dass eine Kreatur zur Linken halt irgendwie blocken soll, sonst kann man sich anscheinend entscheiden, rechts oder links. Was haben wir hier? Die Marsianer, die Birnmarsianer. Die Birnmarsianer. Your teammate reveals a card, also einer hat ein Teammitglied zeigt eine Karte. Ja, ist auch eine Aktion, die man einfach ausführen kann, anstelle eine Karte zu spielen oder Anzugreifen. Macht man diese Aktion und dann wird eine Kreatur mit halt der Stärke, nehmen wir mal an hier, die revealte Karte vom Teammate war die hier, ne, zeigt man vor. Dann kann also jetzt eine Kreatur mit 4 oder mit 4 oder weniger. Nee, einfach nur mit 4. Ich will nur, genau. Also die muss schon stimmen. Dann sein. Und hier ziemlich cool auch diese getrockente Feige, oder? Dried Fig, getrocknetes Feige-Alien. Ja, die hat einen Angriffseffekt und zwar each opponent gives the card from their hand to the player on their left. Also da kann man nochmal ein paar Karten dann vom Gegner. Ja, oder als letzte Karte gespielt, schön, und das ist wieder Karten kriegst, geht ja auch. Ja, und ansonsten ist das mit dem Teamspiel so, im Moment in den Regeln steht es auf der Webseite, dass wenn man eine Karte spielt, dann geht es im Uhrzeigersyndrom, wer die Karte dann mal übernehmen will mit so einem Mindbug. Das heißt, erst hat der erste Gegner links die Chance, dann das Teammitglied und dann rechts. Das heißt, wenn man eine Karte ausspielt, muss sie durch 3 Leute durch, damit sie entsprechend auf dem Tisch landet.
Und ob man mit einem oder zwei Mindbug spielt, das hängt davon ab, wie viele Kartensets ihr habt. Standardmäßig spielt man mit zwei, habt ihr nur ein Set, habt ihr nur vier Mindbugs, dann habt ihr nur einen. Aber man kann sich ja auch behelfen, indem Du bist jetzt noch beim Team. Beim Teamspiel. Ja, ja. Genau. Ich vermute aber mal ganz stark, wenn man jetzt Bock hat auf das Teamspiel. Habt ihr eh schon andere Standalone-Erweiterung oder ich das Grundspiel? Oder ihr holt euch dann Battlefield Kingdom und Galaxy schon oder vielleicht auch den gesamten Deal, weil ihr da einsteigen wollt. Ich vermute mal auch, dass man die Möglichkeit hat, alle anderen Sachen zu bekommen. Ja, also für diejenigen, die Lust haben, weitere Mindbug-Karten zu haben, noch weitere Mechanismen, ja, in den anderen Standalone-Sachen gab es ja auch so Karten, die sich sozusagen so geupgradet, genau, weiterentwickelt haben. Deswegen auch dieses Evolution oder wo man auch mit den Karten aus dem Graveyard gespielt hat, die dann irgendwie oben, unten lagen beim Gegenüber und. Also da gibt es jetzt schon einige coole Sachen und es geht jetzt quasi weiter mit den Erntefähigkeiten. Wir wissen auch nicht genau, wie die Karten bei Battlefruit Galaxy aussehen. Da sind wir auch quasi mal gespannt. Ja, also, wenn ihr da Bock habt auf das Grundprinzip und noch mehr wollt, dann seid ihr hier sicherlich nicht verkehrt. Genau. Piet, wir werden jetzt mal ein bisschen unser Obst und Gemüse aufessen, bevor das vom Mindbug wieder in gigantisch monströse Monster verwandelt wird. Genau, und wir hoffen, euch hat es gefallen, ihr habt einen guten Überblick erhalten, jedenfalls über das Spiel, wie es funktioniert, auch wenn ihr es noch nicht kanntet. Kommentare, Anreize könnt ihr gerne hier lassen, als Kommentar unter dem Video. Ansonsten sagt der liebe Alex und ich, der liebe Piet, auf Wiedersehen und vielen Dank. Ciao, und ich spiele jetzt Mindbug of Piet. Bin ich der Kohl? Oh, du bist aufgegessen von der Schnecke.